Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu dieser Lektion. In dieser Lektion geht es um eine Sache, um eine Kenngröße im Vertrieb, Marketing und Vertriebsprozess für IT-Dienstleister und IT-Experten, die du bestimmt noch nie so gehört hast. Ja, und zwar geht es hier um den RPCE, den Return per Customer Engagement. Und ich will dir hier mal einen Tipp oder ein Wissen mitteilen, wie du dein Return und Advertising Spend im Vertrieb, ja, beziehungsweise deine Kennzahlen im Vertrieb 7 bis 10 Mal verbessern kannst, indem du letztendlich besser vorqualifizierst. Und eine Möglichkeit, wie das konkret geht, in einem Praxisbeispiel werde ich dir hier in dieser Lektion eben darstellen. Also, pass auf jeden Fall auf und schau dir das Video bis zum Ende an, beziehungsweise vielleicht sogar mehrmals. Ich versuche das Praxisbeispiel jetzt so einfach wie möglich darzustellen, so simplifiziert wie möglich, damit du auch letztendlich dann weiter in deinem Funnel, beziehungsweise in deinem Vertriebs- und Marketingprozess mit weiter übernehmen kannst und eventuell auch anpassen kannst, beziehungsweise wir dann darüber nochmal diskutieren, wenn du dich bei mir in einer kostenlosen Strategie-Session meldest, beziehungsweise sowieso, wenn du schon bei mir in der Akademie bist, dann einfach im Coaching-Call. Ja, worum geht's hier? Es geht letztendlich darum, dass du in der Vorqualifizierung, ja, mit ein paar kleinen Schräubchen, die deine Conversion-Rate so gut wie gar nicht negativ beeinflussen, aber dann hinten raus dein Return on per Customer Engagement bzw. dein Return per Advertising Spend um ein Vielfaches erhöhen können. Und ein konkretes Beispiel hierfür wäre zum Beispiel, also es geht hier letztendlich um den Return per Customer Engagement. Bedeutet, unser ultimatives Online-Vertriebsziel ist Customer Engagement. Völlig egal, durch welchen Kanal wir da hinkommen, letztendlich. Unser maximal Online-Vertriebsziel ist der Teams Call. Das heißt, vis-à-vis, wir schauen in einem One-to-One-Gespräch mit unserem potenziellen Neukunden in einem Teams-Call oder in einem Zoom-Call, in einem Video-Call. Warum? Weil es nichts Persönlicheres gibt, außer den Besuchstermin vor Ort. Aber der ist ja nicht mehr digital und hat wieder andere Hürden und bringt da andere Kosten mit sich. Es gibt nichts Persönlicheres und nichts Genialeres wie einen Video-Call. Ich hatte auch diese Woche wieder einige Videocalls. Hier ganz kurz noch eine Anekdote, wo ich für meinen Kunden ein Verkaufsgespräch organisiert habe und dort saßen dann der Geschäftsführer eines Unternehmens, das ungefähr 100 Millionen Euro Umsatz macht, und es saß der IT-Leiter bzw. der Head of Software Engineering da drin. Und dann hat mein Kunde für einen Zeitraum von 15 Minuten seine Präsi vorgetragen und innerhalb dieser Präsi gibt es so mehr oder weniger in der Mitte der Präsi gibt es 2, 3 Slides. Da geht es um technisches Know-how, was haben wir schon gemacht, in welchen Programmiersprachen, in welchen Frameworks, in welches Tech-Stacks wir unterwegs sind und so weiter und so weiter. Und in diesem Videocall, das ich sonst per E-Mail, per Online, egal welche anderen Kanäle, Telefon sogar, nicht wahrnehmen hätte können, während dieser Präsentation, dieser 3 technischen Slides, konnte ich sehen, wie der Geschäftsführer komplett abwesend war, sich mit was anderem beschäftigt hat und dann bei Beendigung dieser 3 Slides plötzlich wieder mit dem Kopf wieder zurückgezuckt hat und war wieder voll mit dabei. Währenddessen der IT-Leiter genau bei den gleichnamigen 3 Slides viel angespannter dabei war. Also so aufmerksam wie bei keinem anderen der Slides, die vorgetragen wurden von meinem Kunden in diesem Verkaufsgespräch über Teams. Und das ist ein sehr, sehr gutes Beispiel dafür und ein Beweis dafür, ein Hands-on-Beweis, dass die Ansprache, wo letztendlich die Informationen, die
an sich ja völlig neutral sind und gleichermaßen gleich viel wert, ne? Also mit welchen technischen Methoden lösen wir welche Probleme, für einen IT-Leiter oder für einen Softwareleiter, ja, für einen Techie, den wir so nennen, super, super interessant und wertvoll sein können. Und das Gleiche aber für einen Entscheider eine Stufe höher quasi, auf der C-Level, also der Geschäftsinhaber, Geschäftsführer, CEO, für den völlig uninteressant sind. Für den ist es wiederum interessant, okay, wir haben das Problem, wie lösen wir es, was kostet es und wie schnell geht's? Ja, und welche Spätfolgen sind dann vielleicht eventuell, wenn wir dann nochmal irgendwie Support brauchen und Unterstützung und so weiter, werden wir dann alleine gelassen und solche Themen. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir, egal was wir machen, Vertrieb und Marketing, wenn wir, egal welche IT- oder Software-Dienstleistung oder Produkt wir verkaufen wollen, immer, also wir sprechen natürlich jetzt von hochpreisigen Angeboten, also nichts für 1.000 Euro, sondern was, wo letztendlich 5- und 6-stellige, teilweise sogar 7-stellige Umsätze damit generiert werden, ist unser maximales Online-Vertriebsziel immer der Videocall. Ja, dort können wir sofort sehen, im Gesicht des Kunden, in seiner Gestikul, also quasi man sieht ja nur einen Teil des Körpers, aber den wichtigsten Teil ist das Gesicht und teilweise dann auch ein bisschen die Hände und die Schultern. Und wir können sofort erkennen, wenn wir das sagen, reagiert er so, schaut er so und so weiter und so weiter. Und das ist einfach nur kurz die Anekdote dazu aus einem der dieswöchigen Videocalls, den ich hatte, der auch sehr erfolgreich verlaufen ist. Also es gab dann ein Folgegespräch, wir haben dann sofort einen Workshop ausvereinbart, der ist dann auch schon mal bezahlt, beziehungsweise wird dann auch eventuell, je nachdem, wie wir eben die Angebotsstrategie im Vorfeld festgelegt haben, wird der dann auch verrechnet, wenn es dann eben weitergeht und so weiter. Also es ist auf jeden Fall ein fünfstelliges Projekt, das dabei rausspringt, eventuell vielleicht sogar ein langjähriger Kunde mit jährlich sechsstelligen Beträgen oder ähnliches. Also es ist sehr, sehr wertvoll, sich das im Kopf zu behalten, egal was ich mache, ja, Facebook, LinkedIn, Google, E-Mails, Telefonakquise. Ich will unbedingt meinen Prospekt, meine Interessenten oder auch meine Bestandskunden immer wieder in einem Videocall haben. Und selbst wenn meine Bestandskunden bei mir in einen Videocall reinkommen, im Showfix oder sowas, ja, oder Mitarbeiter meiner Bestandskunden in bi-weekly Showfixes, und die kommen da rein und die schalten ihre Kamera nicht an. Dann sage ich, hey Leute, wir starten erst, wenn ihr alle die Kamera angemacht habt. Ja? Und manchmal ist es so, dass dann zum Beispiel die Damen oder so meinen, okay, sie haben heute früh ihre Haare nicht gemacht, weil sie im Homeoffice sind. Sie wollen jetzt die Kamera nicht anmachen, ja, sorry. Dann können wir auch nicht starten, weil ich kann Personen einfach 20 Mal besser lesen, wenn die Kamera an ist. Ja? Also wenn ich sie einfach sehen kann. Und deswegen ist das unser absolutes, maximales Online-Vertriebsziel. Im Prinzip egal, was du hochpreisig verkaufen möchtest. Ja, sowohl als auch in der Bestandskundenpflege, wenn es immer wieder darum geht, deinen Bestandskunden glücklich zu machen. Okay, also, kleiner Ausflug hier. Jetzt habe ich hier mal im Zuge des Online-Marketing-Funnels, ja, den du eventuell schon dir mal Gedanken darüber gemacht hast, schon einen aufgebaut, schon mal oft vielmals getestet. Es kann auch sein, dass du auch schon oftmals gescheitert bist, dort was zu machen, was wirklich gut funktioniert. Hier mal dieser eine Tipp. Ich habe hier mal quasi ein E-Mail-Formular, wo du quasi Kontaktdaten aufsammelst. Das ist eine Möglichkeit, das einer Strategie, eines gesamten Funnels. Habe ich auch schon eine Lektion darüber gemacht. Einfach die nochmal anschauen, wo du quasi nochmal eine Stufe höher, also nochmal Zoom out, auf eine höhere Stufe, Vogelperspektive, quasi von der Adlerperspektive in der Lektion nochmal sehen kannst, okay, wie ist so ein ganzer Funnel aufgebaut. Und ein Aspekt ist eine Landingpage, wo eventuell du Kontaktdaten aufsammeln möchtest. Und hier jetzt mal als Beispiel, du möchtest hier Kontaktdaten aufsammeln von potenziellen Neukunden, denen du helfen möchtest in einer Konsolidierung der IT-Landschaft, ja, beziehungsweise Transformation von On-Premise-Lösungen in die Cloud. Das ist ein Riesenthema aktuell und hier insbesondere bei Standardprodukten in Amerika ist es häufig IBM oder Oracle,
ja, oder andere auch. Und in Deutschland ist es häufig ja auch Oracle, aber auch sehr häufig SAP, je nachdem, je nach Region. Und deswegen hier mal dieses Beispiel. Das ist jetzt dieses E-Formular, also das letztendlich, du schickst also potenzielle Neukunden mit deinen Werbeanzeigen auf diese Landingpage. Und hier hast du letztendlich, hier fragst du ab den Namen, den Vornamen, ja, immer ganz wichtig, beides abfragen, ja, im B2B ganz, ganz wichtig. Und viele sagen dann, okay, ich möchte die Conversion-Rate nicht zu stark verschlechtern, deswegen erstmal im ersten Schritt, in der ersten Kontaktaufnahme, wo ich Kontaktdaten aufsammle, wir sind jetzt also noch relativ weit vorne im Vertriebsfunnel, möchte ich jetzt erstmal nur den Namen und die E-Mail, ja. Hier aber habe ich, würde ich sagen, jetzt habe ich das Feld für die E-Mail vergessen, aber egal, ja. Hier möchte ich jetzt erstmal sagen, bau hier nochmal einen super coolen Hack mit rein. Und das ist letztendlich ein Optionsfeld und das sind die runden Felder, also entweder oder, ja, das ist letztendlich eine Boolean. Ja, es geht nur eines und entweder ja oder nein. Ja, mache es wirklich so simpel, ja, kein Dropdown, weil das wieder theoretisch, insbesondere bei Mobilgeräten, viel länger dauert, komplizierter ist und erfahrungsgemäß, ja, zumindest so, dass letztendlich die Zahlen dafür sprechen, dass du dann die Conversion-Rate wieder etwas verschlechterst. Deswegen hier einfach zum eine Abfrage mit ja oder nein mit reinbauen. In dem Fall wirklich jetzt nur ein Beispiel, ja, wäre die Frage hier oben. Also nutzen Sie SAP? Fragezeichen. Und that's it. Ja? Keine, welche Module, dies, das, jenes und so weiter. Dann kriegst du quasi eine miserable Conversion-Rate, desto mehr du da reinpackst. Aber was wir wissen wollen ist, haben Sie SAP im Einsatz oder nutzen Sie SAP? Fertig, aus, Schluss. Und dann ja oder nein. Das beeinträchtigt zum einen auf der einen Seite deine Conversion-Rate so gut wie nicht. Auf der anderen Seite aber kann es hinten raus dein Return per Customer Engagement, also Return on Invest per zum Beispiel Zoom-Call, ja, das ist zum Beispiel Customer Engagement, ja, Return on Invest per Vor-Ort-Termin, Return on Invest per E-Mail, geantwortete E-Mails, auch das ist Engagement schon, ja, nicht so optimal wie Video-Call, habe ich ja schon erklärt ausführlich, warum, plus Anekdote dieser Woche, Praxisbeispiel, quasi, wir haben es gemessen mal 7 bis 10 Mal sowas in den Dreh rum, ja, auf einem Zeitraum von 3 Jahren, ja. Das heißt, ich kenne ganz, ganz viele IT-Systemhäuser, SAP-Systemhäuser in Deutschland gibt es ja also einige, die alle möglichen Werbungen schalten hier und dort und das und alles mögliche ausprobieren, Google, irgendwelche Partner, Webseiten, Magazine, das und Partner, die hier überall ein bisschen was bezahlen. Am Ende haben die dann quasi ein Adspend von, ja, eine gut 5-stellige Summe im Monat, ja. Und kriegen dann alle möglichen Leads von Firmen, die überhaupt keinen Touchpoint haben mit SAP, geschweige denn SAP bereits nutzen. Und das ist für ein SAP-Systemhaus ziemlich schlecht. Warum? Weil die Hürde, SAP einzuführen, ist relativ groß, weil es relativ teuer, umständlich. Ja, das ist ein großes Projekt, ist vielleicht sogar eines der größten Projekte. Ein SAP oder ein ERP-Core-System einzuführen, ist vielleicht sogar das größte IT-Projekt, das ein Unternehmen überhaupt bewerkstelligen kann, ja, und dauert teilweise über Jahre geht das, ja, dauert teilweise mehrere Jahre, 2 bis 3 Jahre, bis es dann vom Anfang bis zum Ende durch ist und kann sehr schnell auch Millionenbeträge kosten, selbst für Mittelständler. Und deswegen diese kleinen Feinheiten, wie ich es jetzt gerade beschrieben habe, können hinten raus einen riesigen Unterschied machen. Ja. Also es ist häufig so, dass ich dann Kunden habe, die quasi sehr, sehr qualitativ schlechte Leads haben und wir stellen dann nur so eine kleine Schraube hier mit rein, ne? Also quasi so eine kleine Abfrage, ja, ja oder nein, und die Conversion-Rate hinten raus im Vertrieb, ja, erhöht sich um ein Vielfaches. Ja? Also, so viel, soweit, so gut zu diesem Thema. Ja? Ich hoffe, es konnte dir weiterhelfen, auch von der Art und Weise zu denken, ja? Wenn es darum geht, performante, effektive, kosteneffektive Vertriebs- und
Marketing-Funnel aufzubauen für so hochpreisige, komplexe Themen, wie es zum Beispiel ERP, Salesforce, CRM, CMSs und so weiter und so weiter, Adobe, CPQs und so weiter eben ist. Ja. Da muss man einfach auch nochmal ganz anders denken. Und was auch viele zum Beispiel einen Fehler machen, Systemhäuser und SAP-Dienstleister und andere Dienstleister, die suchen sich dann irgendwelche sehr bekannten und ja, teilweise auch meinetwegen erfolgreichen Online-Marketing-Agenturen, ja, die aber eine ganze Bandbreite von Kunden haben. Ja. Und so krass in der Tiefe, ja, den Markt und die Kunden, das Kundensegment, ja, überhaupt nicht kennen können, ja, weil sie einfach alles Mögliche machen. Ja. Also quasi, sie verkaufen irgendwelche Sachen auf E-Shops, sie machen das. Ja. Und das ist eben der ganz große Vorteil mit der Zusammenarbeit mit uns. Und deswegen freue ich mich, wenn du wieder in der nächsten Lektion dabei bist. Bis dahin, dein Thomas Klein. Bye, bye.